Hallo liebe YouTube-Freunde, Ostern steht vor der Tür und wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir noch immer von dieser schrecklichen Pandemie heimgesucht werden. Unser aller Leben steht Kopf. Diese Ostertage werden wohl etwas anders verlaufen. Doch wir sollten diese Zeit auch nutzen, über die Bedeutung des Osterfestes nachzudenken und vergessene Werte zu erkennen. Wollen wir uns doch mal an die Ursprünge des Osterfestes erinnern. Die älteste Bezeichnung für Ostern ist Eostro und entstand im 8. Jahrhundert und lässt sich mit Morgenröte übersetzen. Eostro leitet sich vom indogermanischen Wortstamm Ausos ab, im Griechischen die Sonne und im Lateinischen zu Aurora die Morgenröte. Bei den Christen ist im Kirchenjahr das Osterfest ein hoher Feiertag. Da feiert die christliche Welt, ob Protestanten, Katholiken, armenische, koptische oder griechisch-orthodoxen, die Auferstehung von Jesus. Allerdings in unterschiedlichen Riten und Zeitpunkten. Ostern hat religiöse Wurzeln. Vorläufer des christlichen Osterfestes ist das jüdische Pessach oder Passa. Die Juden feiern diesen Tag, dass Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat. Vor dem Auszug aus Ägypten befahl Gott seinem Volk, dass jede Familie ein Lamm schlachten und mit dem Blut dieses Tieres die Pfosten ihres Hauses bestreichen soll. Doch wann ist Ostern überhaupt? Ostern ist ein beweglicher Feiertag und somit in jedem Jahr unterschiedlich, in der Zeit zwischen dem 25. März und dem 25. April. Die Berechnung des Ostertermins folgt dem Mond und nicht dem Sonnenkalender und steht somit in der semitischen Tradition des jüdischen Pessachfestes. Das ägyptische Festjahr dagegen orientiert sich am Sonnenkalender. Vielleicht findet in diesem Jahr die christliche Predigt unter freiem Himmel in Gottes Natur statt. Das wäre bei schönem Wetter etwas Wundervolles. So wünsche ich euch dieses Osterfest 2021 mit sehr viel Freude und Liebe zu feiern, um einige schöne Stunden unvergesslich zu machen. Schließen möchte ich mit diesem Satz: Tun wir es der Natur gleich und stehen immer wieder auf, in der Aufgabe, das Gute zum Blühen zu bringen. Frohe, besinnliche Ostertage, Gesundheit und Glück wünscht euch in Liebe, eure Deria.